Er hatte Schlagzeilen gemacht, weil er seinen Helikopter der ukrainischen Armee übergeben und dafür umgerechnet fast 500.000 Euro bekommen hatte. Jetzt soll der zur Ukraine übergelaufene russische Pilot tot sein. Er war offenbar vom russischen Geheimdienst auf eine Tötungsliste gesetzt worden. Mit einem Army-Hubschrauber wechselt der Russe Maxim Kusminow die Fronten, flüchtet im August 2023 aus seinem Heimatland in die Ukraine. Die Aktion des Überläufers wird vom ukrainischen Geheimdienst damals groß veröffentlicht. In einem Videostatement erklärt der Pilot, wie die Flucht abgelaufen ist. Ich habe Beamte des ukrainischen Geheimdienstes kontaktiert und ihnen meine Situation erklärt. Daraufhin haben sie mir diesen Vorschlag gemacht. Sie haben mir neue Dokumente versprochen und einen finanziellen Ausgleich. Wir haben all diese Details besprochen und dann meinen Flug rüber geplant. Maxim Kusminow fliegt extrem niedrig und es herrscht für 3 bis 4 Tage absolute Funkstille, beschreibt der Pilot seine Situation. Schließlich kommt der russische Überläufer über die Grenze in die Ukraine. Der Plan, Russland zu verlassen, hat funktioniert. Ich bin so wütend wegen der Dinge, die gerade passieren. Töten, Tränen, Blut, Menschen bringen sich einfach um. Das ist das Einzige, das ich verstehe, das Einzige, was ich nicht will. Jetzt aber wurde Maxim Kusminow nach Angaben aus Kiew selbst getötet. Offenbar wurde seine Leiche in Spanien gefunden, wo er untergetaucht war. Der 28-Jährige wurde demnach erschossen. Offenbar hatte ihn der russische Militärgeheimdienst zuvor auf eine Tötungsliste gesetzt. Der Deserteur galt laut Staatsfernsehen als Vaterlandsverräter. Damit stand er auch im Visier des Kreml. Auch in Deutschland sind bereits hunderte russische Geheimdienstagenten im Einsatz, vor allem im politischen Berlin. 2019 schockierte der kaltblütige Tiergartenmord auf deutschem Boden mitten in der Hauptstadt die ganze Nation. Verurteilt wurde ein russischer Auftragskiller. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.